Hallo Leute und herzlich willkommen zu Nerd von Medizin. Philipp, es war eine Freude, dass wir wieder mal zu zweit auf diesem wundervollen Sofa sitzen und für euch ein paar Videos produzieren können. Und heute geht es gleich richtig mit einem spannenden Thema los, nämlich eins, das mich in der Notaufnahme und auch im Rettungsdienst immer wieder so ein bisschen unzufrieden macht. Und zwar das Thema, nein, es ist nicht Schwindel, Bewusstseinsstörung. Ich finde, Bewusstseinsstörung ist ganz, ganz schwer einzuschätzen. Ich meine, wenn jemand einen Hammer auf den Kopf kriegt und bewusstlos ist, ja, na gut. Aber was ist mit den Leuten, die halt so weggetreten sind, Philipp? Was für ein Schema hast du da? Jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, worüber geht es jetzt hier in dem Video? Es gibt die qualitativen und die quantitativen Bewusstseinsstörungen, ja. Du weißt es natürlich, aber ich bin ein Fan von Qualität. Genau, Qualität bedeutet... Ich bin zwar bei Bewusstsein, ich rede aber nur Quatsch, bin desorientiert, das wäre so eine qualitative Bewusstseinsstörung. Aber die quantitativen Bewusstseinsstörungen, das heißt, da habe ich einfach nicht so viel Bewusstsein. Im Maximal, die Maximalbewusstlosigkeit ist ja das Koma. Ne? Mhm. Und dann gibt es natürlich viele Zwischenformen, die man multiple benennen kann. Und darum soll es jetzt gehen. Das heißt... So wie du nach dem Nachtdienst bist, das ist eine qualitative Bewusstseinsstörung, einfach so ein bisschen gaga, aber trotzdem noch ansprechbar und reagiert. Aber jetzt der Patient, der halt weggetreten ist, an was muss man da denken? Was sind so die Herangehenspunkte? Genau, zuallererst einmal muss man, wenn man zu so einem Patienten hinkommt, nichts denken, sondern eine Struktur haben. Weil das, was man ganz häufig macht, ist, man rennt irgendwo in einen Raum rein, ja, zum Beispiel am Bahnhof, ins Bahnhofsklo und denkt sich, Mensch, hier wohnen nur Junkies. Und dann hat man direkt die Intox im Kopf. Und das ist Quatsch. Sondern ein Patient, der bewusstseinsgetrübt ist oder im Koma ist, der gehört immer gleich abgearbeitet. Das heißt, die Basics halt, ne? A, B, C, D, E-Schema. Dass man auf jeden Fall guckt, ist der Atemweg frei? Ist der vielleicht aufgrund von einem GCS kleiner gleich 8 intubationspflichtig? Atmet der überhaupt noch, ja, oder hat den Kreislaufstillstand? Hat er einen tastbaren Puls? Hat er irgendwo noch eine Herzfrequenz, einen Blutdruck? Das dürfen wir nicht vergessen. Ne? Mhm. Sonst haben wir nämlich ganz schnell so ein eigenes Bild im Kopf und vergessen das wirkliche Problem des Patienten. Und wenn ich das ABC-Schema oder ABCDE-Schema mal abgearbeitet habe und mir sicher bin, okay, das läuft soweit erstmal, dann will ich natürlich herausfinden, was steckt dahinter. Und da der Patient, wenn er bewusstseinsgetrübt ist, wie glanzgemindert ist, selten mit uns spricht, müssen wir am besten eine Anamnese von Umstehenden, vielleicht von Angehörigen oder einfach nur irgendwelchen Leuten, die den Rettungsdienst gerufen haben, mal einholen. Da lohnt es sich übrigens, wenn der Patient kritisch ist, man aber nicht jede Hand im Team braucht, dass man vielleicht einen aus dem Team schon mal losschickt und sagt, pass auf, evaluier du doch mal jetzt die Situation, während ich jetzt hier die Primärstabilisierung mache, damit man einfach relevante Informationen auch mitbekommt. Okay, bei der Anamnese kann man ja anfangen von der Familiengeschichte zum Thema irgendwas, ne? Wie war sein Stuhlgang vor 14 Tagen? Auch wichtig, aber in dem Fall, was für Fragen stellst du, wenn du diese Anamnese machst oder welche Fragen möchtest du gern beantwortet haben? Ja, genau. Also was ich unbedingt natürlich wissen will, ist, ich will wissen, was ist der Auslöser oder was könnte der Auslöser sein? Ist das vielleicht ein Trauma? Das heißt, ich frage, hat jemand gesehen, wie der Patient gestürzt ist oder sowas? Ist da was bekannt? Ist der in den letzten 48 Stunden gestürzt? Auf den Kopf gefallen vielleicht? Dann will ich wissen, liegt da eine Infektion vor? Hatte der Patient vielleicht vorher schon eine Infektion? Da hilft natürlich auch das Fiebermessen, aber auch das mal nachfragen, hat der Patient häufige Infektionen oder ist er immunsupprimiert vielleicht? Mhm. Dann ganz, ganz wichtig natürlich, gerade auf der Bahnhofstoilette, aber auch bei jedem bewusstseinsgetrübten Patient, nimmt er vielleicht Drogen? Häufig wissen das die Angehörigen auch oder die Leute, die einen da holen. Mhm. Und dann hat man meistens relativ schnell auch, das kann man sich dem Rätsel da nähern. Und ist ein Krampfleiden bekannt? Wurde ein Krampfanfall vielleicht beobachtet? Mhm. So, das wären jetzt mal so die Fragen nach den Auslösern. Dann ist natürlich ganz wichtig, was hat der Patient vielleicht für Vorerkrankungen? Zerebraler Art? Hat der vielleicht irgendwelche Hirntumore oder irgendetwas, Epilepsie? Was das Ganze erklären könnte, sind da metabolische Probleme im Raum? Ist das vielleicht ein Dialysepatient? Hat der Patient vielleicht einen bekannten Edison, wo man dann direkt schon... Das wäre die Edison-Krise präklinisch diagnostizieren. Oh yeah, mhm. Dann seid ihr ziemlich cool. Gibt es Gründe für ein Leberversagen vielleicht?
Pulmonale Erkrankung, psychiatrische Erkrankung, kann natürlich auch ein katatoner Stupor sein. Der Patient tut nur so, als wäre er bewusstlos. Da hilft uns die Anamnese ganz, ganz viel. Mhm. Ne? Und als letztes, und dann höre ich auch mit meinem Monolog wieder auf, wenn wir jetzt schon ganz viel gefragt haben und wenn wir da einen haben, der kann uns eine ganze Menge erzählen, ein Angehöriger oder vielleicht ein Pfleger, dann auf jeden Fall die Nummer von dem notieren. Mhm. Ne? Also die ganzen Informationen notieren und die Nummer von dem, weil wenn der Patient später in die Klinik kommt und die Klinik hat vielleicht noch irgendwelche anderen Fragen, dann ist es extrem ärgerlich, wenn man dann keinen mehr erreicht. Und natürlich Vormedikationen und Allergien immer mit erfragen, das gehört ja zum Standard eigentlich dazu. Okay, jetzt haben wir eine gute Anamnese. Ja. Aber so richtig weitergeholfen hat uns die leider nicht. Wir haben, der Patient ist ABC stabil, der muss es nicht sofort intubiert werden. Von mir ist zwar der GCS niedrig, aber man kann den Atemweg jetzt irgendwie so noch frei halten. Also man hat jetzt gerade noch ein bisschen Zeit. Was sind so deine ersten diagnostischen Punkte? Und meistens, wenn man, hat man ja noch mehr Personal oder mehr Leute vor Ort, was machen wir? Ja, also zuallererst einmal zu der Untersuchung von einem neurologischen Patienten, da haben wir ja schon ganz tolle Videos gemacht, die haben wir auch in den Shownotes verlinkt. Mhm. Und hier oben? Da könnt ihr nochmal sehen, wie man die körperliche Untersuchung von einem bewusstseinsgetrübten Patienten richtig sauber macht. Mhm. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal abzufrühstücken, aber wenn wir jetzt den Patienten präklinisch haben vor allen Dingen, dann ist natürlich der wichtigste initiale Messwert der Blutzucker. Ihr macht euch zum Vollidioten, wenn ihr einen Patienten in die Klinik einweist oder wenn ihr in der Klinik einen Patienten bewusstlos vorfindet und der hat eine Hypoglykämie und ihr erkennt das nicht und macht dann das CCT. Also mir kommt vor, einmal pro Jahr habe ich so einen Fall. Ja, also nicht persönlich. Einmal im eigenen Leben muss man das auch machen. Vielleicht ist mir das schon mal passiert, aber macht's nicht. Einfach uncool. Das heißt, BZ, BZ, BZ. So, dann haben wir eben gesagt, Fieber messen, auf jeden Fall. Der Patient könnte ja eine Meningitis haben oder eine schwere Sepsis, die muss erkannt werden, da gehört das Fieber einfach mit dazu. Und da mögen manche gar nicht so sehr dran denken, gerade wenn wir an metabolische Probleme denken. Wenn das vielleicht ein Dialysepatient ist, wenn das vielleicht ein Leberpatient ist, wenn das vielleicht einer ist, bei dem vieles für eine Intoxikation bei Suizidalität spricht, der vielleicht Trizyklika eingenommen hat oder so, dann müssen wir ein EKG machen. Mhm. Und zwar am besten auch einmal schnell ein 12-Kanal-EKG. Das hat man relativ schnell gemacht. Und das wären so präklinisch eigentlich auch die allerwichtigsten diagnostischen Mittel, die ich habe. Ne? Und wenn man ehrlich ist, da ist man ja auch in 2 Minuten damit fertig. Ne? Eben. Also oder? Zugang, EKG, läuft. Genau. Fieber. Wobei man beim Fieber natürlich sagen muss, auch da verlinken wir, wenn wir so viele Links hinkriegen, noch unser Sepsis-Video, dass ja auch eine niedrige Temperatur ein Hinweis auf eine schwere Infektion sein kann. Was ist noch mit jetzt noch mein Lieblingsmesswert, die Kapnometrie oder Kapnografie? Danke, dass du mich daran erinnerst. Also die Kapnografie, die ist ja jetzt mittlerweile auf zum Glück allen Rettungsmitteln drauf und es gibt ja auch diese Nasenbrillen, mit denen man Kapnografie machen kann. Und die sind eigentlich ziemlich galant, weil damit kann man gerade beim Patienten, der jetzt vielleicht eine COPD hat, der vielleicht ein hyperkapnisches Koma hat, bei dem kann man dann damit mal messen, wie ist denn eigentlich, was sagt denn eigentlich die Kapnografie? Und vor allen Dingen hat man dann auch direkt die Atemfrequenz schön gemonitort, weil natürlich ein bewusstseinsgetrübter Patient, auch wenn wir den warum auch immer jetzt gerade nicht intubieren wollen, weil er vielleicht so ein bisschen wechselnd vigilant ist, gerade bei Drogenintoxikierten ist das ja manchmal so, da kickt dann noch irgendeine Droge, die sie gerade eben erst eingeworfen haben, rein und ihr dreht euch einmal um, dann guckt ihr den Patienten wieder an und dann ist er hypoxisch. Und einen Atemstillstand zu bemerken, da ist die Kapnografie natürlich top. Das heißt, das ist eigentlich ein cooles Tool. Das ist auch wirklich ein guter Punkt, auch wenn wir da immer drauf rumreiten. Pulsoxy dauert Sekunden bis Minuten, bis das abfällt. Also wenn jemand einen Atemstillstand hat und vorher gut oxygeniert ist, ja, bis das Pulsoxy wirklich eine Hypoxie zeigt, ne, hat der Patient schon mal eine halbe Minute bis eine Minute nicht geatmet. Also das ist schon höchst dramatisch und da hilft die Kapno gerade, wenn das so ein bisschen so eine wackelige Situation ist, schon mal ganz gut. Und wenn man den Patienten intubiert hat, mehr auch gleich, kann man das gleich umstecken. Okay, jetzt ich fasse nochmal zusammen. Mhm. ABC, logisch. Anamnese, auch die Standard-Sampler-Geschichte und so weiter, aber so ein bisschen genauer nachfragen, ne, nach Vorerkrankungen, Medikationen, Drogen, sind irgendwelche speziellen Neurogeschichten möglich oder bekannt. Ja? Und dann eine gescheite Untersuchung, dazu unser vorheriges Video und niemals, niemals, niemals den Blutzucker vergessen oder einmal vergessen, dann nie mehr, ans EKG denken, Temperatur und vielleicht halt, wenn man es hat,
Leider glaube ich doch nicht ganz alle. Also in Bayern haben wir es, ne? Weil Ja, nicht alle, aber läuft bei uns. wenn man es hat, dann Ja, genau. Kapnographie. Okay. Und ein ganz kurzer Punkt noch, weil körperliche Untersuchungen, Neurountersuchungen, ganz, ganz wichtig, aber natürlich auch die allgemeine körperliche Untersuchung, also nicht nur an neurologische Untersuchungen denken. Nämlich auch da ist es blöd, wenn ihr den Patienten in der dicken Lederjacke hier lasst und der hat dann ein schweres Thoraxtrauma, weil er nämlich doch die Treppe runtergesegelt ist. Also es lohnt sich, den Patienten körperlich gut zu untersuchen, gerade dann, wenn das alles Oder die vollkommen unklar Megabeule ist. am Hinterkopf, so das Übliche halt. Eben. Das Monokelhämatom. Ach, Okay. kann sein. Philipp, das finde ich ist schon mal ein ziemlich guter Überblick zum Thema Bewusstlosigkeit jetzt in der Präklinik oder in der initialen Phase. Kann ja auch sein, dass so jemand in die Notaufnahme gebracht wird von irgendwelchen Angehörigen oder mit dem Taxi oder wie auch immer. Ja? Also muss ja nicht draußen auf der Straße im Bahnhofsklo sein. Aber in der Klinik wird es dann natürlich deutlich diffiziler. Da haben wir viel mehr Diagnostikmöglichkeiten, die wir ausschöpfen können und müssen. Und gleichzeitig ist es ja auch interessant, wenn man im Rettungsdienst weiß, was kann die Klinik und was kann sie vielleicht nicht. Ja? Also wann Ja. lohnt es sich, einen Bewusstseinsgetrübten halt doch eher in ein Krankenhaus zu fahren, das eine spezielle Diagnostik kann und wann vielleicht nicht. Philipp, machen wir dann noch ein Video? Ich glaube schon. Vor allen Dingen, weil du es jetzt so angeteasert Ja, hast. jetzt sind alle heiß. Jetzt sind alle heiß. CT. Weiter geht's in Part 2. Dann bleibt mir nur mehr eins zu sagen. Erstens freue ich mich wirklich, dass wir wieder zu zweit ein Video machen. Und wir sehen uns bei Teil 2. Teilen, liken und so weiter. Guckt rein, wenn ihr mehr wissen wollt. Yeah, bis bald Bis dann. bei Nerdvermedizin. Ciao.